Ich freue mich, dass ich als erste Referierende zwei Kolleginnen begrüßen können von unserer Mitveranstalterorganisation, dem Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Anne Scherrer und Hans-Jörg Krajowski werden vortragen zum Thema Informatik zwischen Cyberwar and Bits und Bäume. Anne und Hans-Jörg, ihr habt das Wort. Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Ihr hört mich gut, ihr seht alles gut. Wunderbar. Ja, dann begrüße ich auch alle, die zuhören und zusehen. Anne und ich werden hier das FIF vertreten, das seit 1984, seit der Gründung, immer schon die Verflechtung von Informatik und Rüstung auf dem Schirm hatte und sich da in vielfältiger Weise drum gekümmert hat. Klima- und Umweltfragen sind in letzter Zeit verstärkt auch dazugekommen. Wir haben uns immer auch mit dem ganzen Spektrum der Aspekte von Informatik und Gesellschaft beschäftigt und das machen in der Zwischenzeit über 600 Mitglieder in verschiedenen Arten und Weisen. Wenn wir hier auf dem Kongress und auch im FIF uns mit Frieden und Umwelt beschäftigen, liegt das ja daran, dass beide extrem bedroht ist durch Krieg und Klimawandel und Naturvernichtung und Zerstörung. Und wir müssen konstatieren, dass Informatik und Informationstechnik an beiden diesen Problembereichen ihren Anteil haben. Und das ist auch mindestens eine Hoffnung, dass beide auch vielleicht ein Teil der Lösung werden können. Wahrscheinlich dann nur ein kleiner Teil. Wir haben uns das, Anne und ich, ein bisschen aufgeteilt. Ich werde über Cyberkrieg und Cyberpeace was sagen. Dazwischen spricht Anne etwas über die digitale Umweltzerstörung. Und dann zum Schluss geht sie über nochmal zu dem Thema Bits und Bäume. Das heißt, wie kann man mit Digitalisierung trotzdem Nachhaltigkeit erreichen? Ja, ich sage dann gleich was zu Cyberkrieg. Was man hier als Bild sieht, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das Thema Cyberkrieg, Cyberwar, ist in den Printmedien und in vielen anderen Medien sehr stark vertreten in den letzten 10, 15 Jahren. Hier ist nur eine relativ kleine Auswahl von Buchtiteln und Zeitschriftentiteln. Da könnte man noch viel, viel mehr zeigen. Es gibt auch einen Film dazu, Dokumentarfilm in Spielfilmlänge, der wurde auf der Berlin. 6:0 gegen Griechenland. Bitte? Weiter. Ja, okay. Der wurde auf der Berlinale 2016 gezeigt. Ganz und wirklich sehr interessant. Und das ist dieses Pixelbild hier. Es gibt ein kleines Video, Erklärvideo von Alexander Lehmann. Das ist in Zusammenarbeit mit dem FIF entstanden. Cyberpeace statt Cyberwar, wenn man das also in die Suchmaschine eingibt oder bei Vimeo oder YouTube, findet man das ohne weiteres. Und ich denke, das ist eine gut gelungene Sache und sehr, sehr informativ, kann ich also nur empfehlen. Was ist Cyberkrieg? Ich habe keine Zeit, das sehr tief zu analysieren. Man kann ganz kurz sagen, das ist Krieg mit den Mitteln der Informatik. Ein bisschen genauer, dass man das Internet und IT-Systeme verwendet als Waffen. Das klingt erstmal vielleicht für einige, die da nicht so vertraut sind, mit überraschend, dass man mit Programmen Zerstörung und Tod herbeiführen kann. Aber das liegt schlicht daran, dass Programme andere IT-Systeme angreifen können, also da eindringen können, die umfunktionieren können, die außer Kraft setzen können. Und damit kann man, wie dann viele Beispiele seit 20 Jahren zeigen, also erhebliche Schäden anrichten. Ich habe hier nur ein paar Beispiele aufgeführt. Titan Rain war relativ früh, 3 Jahre lang sind US-amerikanische
Rüstungskonzerne, die NASA und Regierungsstellen, angegriffen worden. Es gab ganz berühmt Olympic Games oder noch besser bekannt unter Stuxnet. Das ist also eine, damit wurde die iranische, das iranische Atomprogramm angegriffen und für einige Zeit mindestens aufgehalten. Und wie gesagt, viele, viele, viele andere mehr. Im Grunde genommen steht jeden Tag dazu was in der Zeitung. Ein anderes berühmt gewordenes Beispiel ist die Cyberattacke auf den Bundestag 2015, wo so viel Schaden angerichtet worden ist, dass das gesamte IT-System des Bundestags mit hohen Kosten erneuert werden musste. Auf die rein militärischen Aspekte von Cyberkrieg will ich gar nicht eingehen, aber betonen würde ich gerne, dass hier eine ganz besondere Bedrohung der zivilen Infrastrukturen besteht. Man kann nämlich mit Cyberangriffen zum Beispiel die Steuerung eines Autos übernehmen und das an die Wand fahren. Man kann Krankenhäuser lahmlegen. Man kann, das hatte ich an den Industrie, an den Atomanlagen im Iran schon erwähnt, Industrieanlagen zerstören und. Da ist also eine große Bedrohung gerade der zivilen Bereiche zu sehen. Und da ist festzustellen, dass das im krassen Widerspruch zum Kriegsvölkerrecht besteht, denn die Genfer Konventionen sagen ausdrücklich, Kriegshandlungen dürfen nur gegen militärische Ziele gerichtet sein. An anderen Stellen heißt es dann auch noch, Zivilpersonen und Zivileinrichtungen müssen verschont werden. Das ist also ganz wichtig, denke ich. Vielleicht noch eine Information zu den Quantitäten. Es läuft seit auch etwa 20 Jahren mindestens ein wahnwitziges Wettrüsten auf dieser Ebene. Die üblichen Verdächtigen haben Cyberkriegseinheiten, USA, China, Russland, Großbritannien, Iran, Israel und so weiter. Insgesamt weit über 100 Staaten haben so Cyberkriegseinheiten, die sind meist offensiv ausgerichtet. Das hat den einfachen technischen Grund, dass Angreifen auf der Ebene wesentlich einfacher ist als Verteidigen. Deutschland steht da nicht abseits. Seit 2017 offiziell gibt es ein Kommando Cyber- und Informationsraum. Das heißt, da ist Cyber- und Informationskrieg auf dieselbe Ebene gestellt wie Landkrieg und Krieg zu Wasser und in der Luft. Das ist eine kleine Organisationsbereich, der eigentlich hauptsächlich daraus besteht, dass vorher verteilte Einheiten unter ein Dach gesetzt worden sind. Aber das hat natürlich mit den Auftrag, den die haben, eine neue Qualität erreicht. Und der Auftrag ist defensiv und offensiv. Das ist etwas, wo ich mich sehr frage, wie man ein offensiv ausgerichtetes Kommando dieser Art, wie sich das mit dem Parlamentsvorbehalt der Bundeswehr verträgt. Eine Bemerkung an der Stelle ist mir auch noch wichtig. Neben Cyberkrieg ist Informatik in der Zwischenzeit nahezu in alle militärischen und Rüstungsbereiche verquickt. Ein wichtiges Beispiel sind bewaffnete, unbemannte Vehikel, also Killerdrohnen insbesondere auch. Nicht, da sind die Probleme ganz ähnlich wie bei Cyberkrieg. Und es wird stark daran gearbeitet, diese Waffen autonom zu machen. Das heißt, die Programme entscheiden dann auch über den Waffeneinsatz. Und das bedeutet, das Töten wird in die Programmierung vorverlegt. Das wird die Kriegsgefahr nochmal und die Probleme damit nochmal potenzieren. Ja, dann Anne, könntest du was sagen? Hallo, Anne? Jetzt? Ja, hört. Ja, oh mein Gott.
Na gut, so wir werden überziehen, ich sehe es schon. Gut, ich fange einfach mal an. Also genau, Anne Schnerrer ist mein Name. Ich bin Vorstandsohnmitglied im FIF und spreche heute hauptsächlich im Sinne der Tagung auch als Botschafterin der Bits und Bäume-Bewegung, die sich ja seit 2018 intensiv mit dem Spannungsfeld Nachhaltigkeit und Digitalisierung und Frieden beschäftigt. Genau, auch ich werde im ersten Teil des Vortrags auf die negativen Auswirkungen der Digitalisierung eingehen und meinen Schwerpunkt auf die Folgen für die Umwelt legen. Ich bin keine Wissenschaftlerin, sondern Aktivistin und als solche spreche ich heute auch. Das heißt, ich bitte da um etwas Nachsicht. Genau. Ich habe unter einer Unmenge von Beispielen mich dafür entschieden, einen Punkt aufzugreifen, den wohl jeder in der Rolle als Konsumentin und Nutzerin nachvollziehen kann, nämlich den Werdegang eines Endgeräts und die Betrachtung der digitalen Infrastrukturen unter umweltrelevanten Gesichtspunkten. Und meiner Meinung nach ist das grundlegende Problem nicht die Digitalisierung per se, sondern ihre zusehends kommerziell ausgerichtete und marktwirtschaftlichen Fokus habende Ausrichtung, genau. Schon durch die private und gewerbliche Nutzung von Endgeräten ergibt sich ja ein stetig steigender Energie- und Ressourcenverbrauch, aber vor allem digitale Infrastruktur treibt diesen noch in die Höhe. Als Beispiel, das Internet ist ja keine Cloud, sondern besteht aus Unmengen an Hardware. Diese muss erschaffen, transportiert, betrieben, gewartet und entsorgt werden. Häufig ist schon an die Materialien zur Produktion dieser Art von Technik ein hohes Konfliktpotenzial geknüpft, sogenannten seltenen Erden, die ja für die Herstellung von Mikrochips nötig sind, werden oft im globalen Süden abgebaut, das heißt in den ärmsten Ländern, Kongo, Afrika insgesamt. Und um die Minen dort entbrennen dann regelmäßig blutige Konflikte, welche die ohnehin schon bürgerkriegsartigen Zustände in diesen Krisenregionen dann auch noch befeuern. Ja, Korruption, Kinderarbeit sind halt traurige Begleitumstände bei der Gewinnung dieser daher sogenannten Konfliktmineralien. Die Herstellungsprozesse der Geräte sind selten sozial, fair oder nachhaltig und die Arbeitsbedingungen in China und Indien beispielsweise unterliegen kaum Regularien, Mindestlöhne, geregelte Arbeitszeiten, Krankenversicherungen für Arbeitnehmerinnen oder sonstige Absicherung gibt es nicht. Durch die Produktionsverlagerung in diese Gebiete maximieren also die großen Firmen ihren Gewinn. Um einen Markt für diese Überproduktion zu schaffen und die Nachfrage nach den Produkten dauerhaft hochzuhalten, werden die Lebenszyklen von Endgeräten auch unnötig verkürzt, unter anderem dadurch, dass Reparierbarkeit oder das Ersetzen und Austauschen von Einzelteilen nicht möglich sind und die dauerhafte Kompatibilität von Hard- und Software häufig nicht gegeben ist. Und der letzte Schritt, die Entsorgung von Hardware, ist allein schon eine sozioökonomische Umweltschutzkatastrophe. Also um sich den immensen Aufwand und die hohen Kosten, die Verantwortung einer adäquaten Entsorgung zu entziehen, werden auf langen Transportwegen ausgediente Endgeräte in den globalen Süden verschifft und dort halt unter furchtbaren Bedingungen recycelt, in Anführungsstrichen. Was dann dazu führt, dass auf riesigen Elektroschrottdeponien die wiederverwendbaren Komponenten herausgelöst werden. Das geschieht unter Einsatz aggressiver Chemikalien, die dann ungefiltert in das Grundwasser gelangen und über die Haut- und Atemwege aufgenommen werden der Arbeiterinnen, denn Schutzmaßnahmen gibt es natürlich nicht. Das heißt, auch dort ist eine massive Schädigung der Menschen vor Ort. Ja, übrig bleiben dann am Ende Tonnen von Kunststoff, welche nicht selten verbrannt werden, um Platz für neuen Müll aus dem Westen oder globalen Norden zu schaffen. Und als kleine Fußnote wäre da dann auch noch zu erwähnen, dass die Datensammelwut noch eine zusätzliche Belastung für Umwelt und Klima darstellt. Denn riesige Serverfarmen verbrauchen einfach Unmengen an Energie, Wasser und haben einen enormen CO2-Fußabdruck. Das Fazit ist also, dass die kommerziell ausgerichtete Digitalisierung mit einem marktwirtschaftlichen Fokus für Klimawandel und für Ungerechtigkeit und Ausbeutung ganz allgesehen im letztendlichen Schluss auch die globale Friedenssicherung gefährdet. Die Zusammenhänge sind also ersichtlich und scheinen ja dann auch irgendwie ein Teufelskreis zu sein, ne? Wenn der Krieg um Ressourcen verschlingt. Aber es funktioniert auch andersrum. Das heißt nämlich auch, dass Ressourcenpolitik auch Friedenspolitik ist.
Und wenn man es mal positiv sehen möchte, dann ist das Identifizieren von Problemen und Zusammenhängen und das Verstehen von ihnen die Voraussetzung dafür, Auswege und Chancen aufzuzeigen und eine positive Vision zu entwickeln. Und ja, darum soll es im zweiten Teil des Vortrags gehen. Da würde ich jetzt wieder an Hans-Jörg übergeben. Ja, dann nehme ich den Faden wieder auf. Will Cyberkrieg in die entgegengesetzte Richtung wenden zum Cyber Peace. Das ist klar das Gegenkonzept. Das Ziel, das Kernziel, Fernziel von Cyber Peace statt Cyberkrieg ist die Ächtung jeglicher Form von Cyberwaffen, zumindest natürlich den Offensiven, und das wäre analog zu den Bio- und Chemiewaffen. Wir haben, das ist natürlich ein Ziel, was vielleicht in sehr weiter Ferne liegt, aber auf dem Weg dahin 14 Forderungen aufgestellt, von denen ich nur vier ein bisschen diskutieren will. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass aus meiner Sicht Cyberangriffe auf lebenswichtige Infrastrukturen durch die Genfer Konvention so ohnehin verboten sind. Aber es würde nicht schaden, das auch nochmal durch ein Zusatzprotokoll explizit da reinzuschreiben. Das wäre dann also eine digitale Genfer Konvention. Es ist in den USA so, die sagen relativ offen, was sie vorhaben und womit sie drohen, während andere Länder das nicht so deutlich sagen. Die USA sagt, wir sind darauf eingerichtet, Cyberangriffe auch mit konventionellen Waffeneinsatz zu beantworten. Das heißt, das ist eine weitere Erhöhung der Kriegsgefahr und sollte auf jeden Fall auch verboten werden. Die nächsten zwei Forderungen, die sind, denke ich, wirklich extrem wichtig. Internationale, transparente, unabhängige forensische Untersuchung von Cyberkriegsangriffen wäre absolut notwendig, denn heutzutage ist es so, dass man die Cyberangriffe nur ganz selten wirklich den Urhebern sicher zuordnen kann. Nicht, da wird dann zwar oft gesagt, China und Russland haben das gemacht, aber das kann auch ohne weiteres untergeschoben sein, sodass das also im Moment alles sehr, sehr unklar ist. Und die letzte Forderung ist vielleicht für die praktische Umsetzung auch relativ kurzfristig sehr wichtig, dass man überhaupt Cyberkrieg und Cyberangriffe durchführen kann, liegt an Schwachstellen in Software- und Hardware-Systemen. Also das heißt schlecht konstruierte und schlecht programmierte Systeme. Und davon solche Schwachstellen sind zu Tausenden bekannt. Und die werden aber zum Teil geheim gehalten, um sie eben für Cyberangriffe zu nutzen. Das heißt, man könnte viel Cyberkriegmöglichkeiten unterbinden, wenn so eine Schwachstellen offengelegt werden müssten und beseitigt werden müssten. Das ist im Grunde genommen eine ziemlich merkwürdige Geschichte. Polizei, Geheimdienste und Militär sind ja eigentlich für unsere Sicherheit gedacht. So heißt das jedenfalls immer. Hier wird Unsicherheit extra sozusagen beibehalten, um dann selber irgendwelche Aktivitäten durchführen zu können. Vielleicht ein kurzes Wort zu der Cyber Peace Kampagne, die wir durchgeführt haben. Wer mehr wissen will, findet das unter cyberpeace5.de. Es gibt dazu Dossiers der Zeitschrift Wissenschaft und Frieden, die um dieses Thema ranken. Wir haben auch eine Tagung durchgeführt dazu und so weiter. Interessant ist der Blog von Thomas Reinhold, cyberpeace.org. Der hat eine Zeit lang unsere Cyberpeace-Kampagne mitorganisiert. Hat jetzt aber diesen Blog für sich selber. Das Video hatte ich schon erwähnt. Und was eigentlich, denke ich, ganz interessant ist, es gibt eine, wenn man so will, eine ähnliche Organisation in Indien, allerdings viel, viel größer als das, was wir machen können, Cyber Peace Foundation. Und es gibt in der Schweiz ein Cyber Peace Institut.
dass sich um Betroffene von Cyberangriffen in der dritten Welt insbesondere kümmert. Und vielleicht eine kleine Randbemerkung, Cyberpeace hat es auch auf eine bekannte jährliche Skulpturenausstellung geschafft, die NordArt 2015. Da habe ich selber da so einen Stein in eins dieser Kunstwerke, die da ausgestellt wurden, reingelegt. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass natürlich sich auch Regierungsstellen und Offizielle und Militärs sich mit diesen Fragen beschäftigen. Zum Beispiel hier in dem Tallinn-Handbuch gibt es zwei Ausgaben, die vor kurzem, nicht vor langer Zeit erschienen sind. Da wird untersucht, was kriegsvölkerrechtlich für Folgen sind durch Cyberangriffe und Cyberkrieg. Das sind sehr umfangreiche Untersuchungen, die im Grunde genommen auch sagen, wo all die Probleme sind, ohne dass aber rechtsverbindlich was dagegen gemacht wird. Ich hatte ja gesagt, es geht nicht nur um Cyberkrieg und Cyberpeace, sondern um viele weitere Verwicklungen von Informatik und Informatiktechnologien in diese ganze Problembereich. Eins ist bewaffnete Drohnen. Da gibt es gerade einen ganz aktuellen Anlass, weil nämlich die von der Bundesregierung geleasten israelischen Drohnen bewaffnet werden können. Und das steht gerade zur Diskussion. Da gibt es eben einen Arbeitskreis, wo FIF auch mit 10 anderen Organisationen, die man hier sieht, versucht, dagegen zu arbeiten. Und noch ist es nicht ganz entschieden. CDU, CSU sind sehr dafür. Die SPD beginnt zu schwanken. Und wenn sie umfällt, dann werden die Dinger bewaffnet für einen Riesenbetrag, der aber in die völlig falsche Richtung geht. Vielleicht ein Hinweis noch zum Abschluss, könnte man so als optimistischen Punkt deuten. In der Charta der Vereinten Nationen haben, und das sind ja praktisch alle Staaten der Welt, bis auf ganz wenige Ausnahmen, alle versprochen, die Geißel des Krieges von uns zu nehmen und haben später dann in anderen Paragraphen versprochen, ihre Konflikte friedlich zu regeln. Meine Frage an die Nationen der Welt wäre, wann sie damit nur endlich mal anfangen wollen. Anne, magst du weitermachen? So, ich hoffe, man hört mich diesmal auf Anhieb. Ja, super. Genau, also jetzt noch mal ganz kurz der Exkurs zu Bits und Bäume, für die ich ja heute auch hier spreche. 2018 fand in Berlin die Konferenz Bits und Bäume statt und Idee und Ziel der Tagung war es damals, die Ökos und die Techies zusammenzubringen und durch diese Vernetzung eben die Handlungsspielräume und die Wirkungsmöglichkeiten zu erweitern. Dass wir da jede Menge gemeinsame Ziele der beiden Communities haben, das war vorher schon klar. Und trotzdem war die Resonanz damals so überwältigend auf diese Konferenz, dass dann doch mal deutlich wurde, wie überfällig dieser offensichtliche Schulterschluss halt trotzdem war. Und die Bereitschaft und der Wunsch, die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu vereinen und in Zukunft auch zusammenzudenken, sind über die Konferenz hinausgewachsen. Und heute ist Bits und Bäume eben eine Bewegung, die seit 2018 konsequent an den Ideen und Konzepten weiterarbeitet. So kann man also sagen, dass die Organisatoren der Konferenz, und da ist das FIF auf jeden Fall Mitinitiator gewesen, zu den Gründungsmitgliedern der Bewegung wurden. Die Säulen der Bewegung sind das aktive Mitwirken über regionale Zweige und Stammtische, zum Beispiel in Dresden, Berlin, Hannover, Dortmund, Köln, Osnabrück, und ein Forum, welches regelmäßig konkrete Themen diskutiert und mit Workshop-Elementen ergänzt. Der Anspruch ist dabei immer auf jeden Fall eine produktive und konstruktive Zusammenarbeit, also auf theoretischer und praktischer Ebene, mit dem Ziel, konkrete Vorschläge zu erarbeiten und in den politischen Diskurs einzubringen. Genau, die Diskussion um eine nachhaltige Gestaltung der Digitalisierung bezieht halt unterschiedliche Gruppen und Aktivistinnen mit ein und mündete dann in 11 Forderungen, die sich sowohl an die Zivilgesellschaft als auch an die Politik und die Global Player der Wirtschaft richten.
Ich glaube, das müsste man jetzt auf der Folie gerade sehen. Moment, ich muss hier ganz kurz mal hopsen. Genau, da sind nur 7 Forderungen. Wenn man auf die Seite geht, wird man sehen, es gibt eben noch Unterforderungen. Insgesamt sind es auf jeden Fall 11 Forderungen. Genau, die auch schon von über 500 Privatpersonen und Organisationen unterzeichnet wurden. So. So, was zeigt also eine Bewegung wie Bits und Bäume und warum spreche ich hier heute überhaupt darüber? Weil ich zeigen will, dass es auch einen Umweltschutz durch Digitalisierung gibt und wie wichtig es eben ist, dass wir, also wir, die unterschiedlichen Communities uns vernetzen und unterstützen und gemeinsam an Lösungen für die Probleme von uns allen arbeiten. Eine wichtige Erkenntnis und Gegenpol halt zum bisher Gesagten ist eben, dass Umweltschutz von der Digitalisierung auf jeden Fall auch profitieren kann. Als Beispiel, die Energiewende braucht den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik, denn erst dieser ermöglicht den Ausgleich von Angebot und Nachfrage. Und es besteht ja auch die Hoffnung unter den richtigen Prämissen, dass wir unsere Energiesysteme dauerhaft effizienter und dezentraler machen können. Ansonsten gibt es aber auch für das Thema Digitalisierung und Umweltschutz viele kleine Pionierprojekte, die einen verantwortungsvollen und auf Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit ausgerichteten Umgang mit IT im Fokus haben. Als Beispiel gibt es vom FIF ein begleitetes Projekt, das Faire Computer hieß, von Sebastian Jekutsch ins Leben gerufen. Das hat sich mit Lieferketten, Rohstoffprogrammen auseinandergesetzt, um ökologisch und sozialverträgliche IT zu ermöglichen. Dann vielen vielleicht auch bekannt, gibt es das Fairphone, welches mittlerweile auch in der dritten Generation weiterentwickelt wurde. Auch da ist der Anspruch, die nötigen seltenen Erden, von denen ich vorhin sprach, aus konfliktfreien Gebieten zu beziehen, fair zu handeln und ein Gerät zu schaffen, welches vor allem durch austauschbare Einzelteile reparaturfähig und somit dann nachhaltig und langlebig ist. Es gibt viele Open-Source- und Free-Software-Projekte, OpenStreetMaps, Nextcloud, Linux, die durch Transparenz und Teilhabe wieder ein Gefühl von Vertrauen und Verantwortung schaffen wollen und können. Und ein weiteres Projekt des FIF ist TDRM. Das betreibt ein Netz von Sensorstationen für die Beobachtung und Registrierung von atmosphärischer Gammastrahlung in der Region um Tihange und Dohl. Und auch hier wird mit dem mangelnden Vertrauen in amtliche Stellen eben eine selbstbestimmte und digitale Strategie entgegengesetzt. Ja, all diese Initiativen und Projekte stoßen natürlich auch immer wieder an die Grenzen des Machbaren, aber sie zeigen halt den Weg dorthin. Und die Suche nach der Überwindung dieser Grenzen ist ja das Element, was sie und uns eint. Und wir sollten diese Chancen nicht vergessen, die Digitalisierung da auch bietet, auch in einem größeren Kontext. Denn die Einbindung einer neuen, jungen Generation von Aktivistinnen und die Möglichkeit, sich zu vernetzen, wird ja nur durch die Digitalisierung überhaupt möglich. Und nur ein vernetzter und globaler Aktivismus kann der globalen Dimension, die Probleme mittlerweile dauerhaft angenommen haben, auch etwas entgegensetzen. Aufklärung, Bildung, auch über die vielen Missstände sind Voraussetzungen für diesen mündigen Protest. Und das wird auch wieder maßgeblich durch die Digitalisierung ermöglicht. Was können wir noch sagen? Die ökologische und soziale und friedvolle Gestaltung von Technik liegt ja in unserer Hand und wir teilen ja diese Verantwortung. Und gemeinsam können wir auf jeden Fall sehr viel mehr erreichen. Das ist vor allem meine Erfahrung auch aus der Arbeit als FIF-Aktivistin, aber auch die Schlussfolgerung aus dem Erfolg der Bits und Bäume-Bewegung und ist ja auch heute hier auf dieser Konferenz Hauptthema. Und ich denke, wenn wir die Ausrichtung der Digitalisierung ändern, und das ist uns ja irgendwie allen bewusst, dass sich da was ändern muss, dann können und werden auch Umwelt und Frieden davon profitieren. Und das Pfiff, Bits und Bäume und diese Tagung, all dies zeigt, da ist was im Gange. Und der Aufruf und Appell eigentlich an alle Zuhörerinnen ist, dass ihr Teil davon werdet. Engagiert euch, jeder auf seine und ihre Art. Seid und bleibt sensibel und vor allem habt auch Spaß bei dem, was ihr tut und mit den Menschen, mit denen ihr es tut. Und ja, dann kann das werden. Und wer da neugierig geworden ist, der kann gerne auf der Seite vom Pfiff, vom NatWIS und vom Bits und Bäume viele weitere Materialien dazu finden. Es gibt von Bits und Bäume auch ein Buch zu der Tagung damals, wo man vieles nochmal nachlesen kann. Und auf all unseren Seiten werden natürlich auch unsere Artikel zu den Themen verlinkt und Veröffentlichungen. Vom NatWIS gibt es die Wissenschaft und Frieden, vom Pfiff gibt es die Pfiffco. Und ja, wenn man sich damit auseinandersetzen will, dann findet man da auf jeden Fall noch sehr viel mehr Material. Dankeschön. Danke dir, Anne. Danke dir, ja, Hans-Jörg. Ja, ich würde
gerne noch ein ganz, ganz kurzes... Nee, das kann ich jetzt leider nicht zulassen, Hans-Jörg. Na gut, ihr habt sowohl die Zeit schon überzogen und ich bin angehalten worden, zeitgenau zu achten. Ich würde trotzdem noch zwei Fragen an euch richten. Das mache ich jetzt noch und alle anderen Fragen guckt euch bitte im Chat an, dann könnt ihr sie vielleicht im Chat auch beantworten. Die Fragen, die ersten beiden, die gekommen sind, die ich jetzt gerne noch kurz an euch geben würde, mit der Bitte um eine kurze Antwort, ist die erste Frage ist, wie lassen sich Cyberwaffen ächten, wenn diese im Grund schon durch einen PC und das Ausnutzen von Sicherheitslücken der potenziellen Opfer gegeben sind? Frage 1. Und Frage 2. Wer könnte solch eine internationale, transparente und unabhängige Untersuchung von Cyberkriegsangriffen durchführen? An euch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja, ich kann da das ja kurz versuchen. Das ist natürlich tatsächlich ganz, ganz schwer, aber das ist natürlich bei Chemie- und Biologiewaffen auch ganz schwer. Bei Chemiewaffen gibt es ja ein Institut, was das macht, hat er gerade auch, glaube ich, den Nobelpreis gewonnen oder so vor kurzem. Das müsste man dann natürlich für Cyberkriegswaffen entsprechend versuchen. Und man könnte natürlich auch über das Internet solche Aktivitäten tatsächlich ja auch überwachen. Also man kann sie ja nicht bloß durchführen, sondern man kann ja auch darüber. Das ist, ich gebe es zu, ganz, ganz schwierig und ich könnte jetzt nicht ein großes Projekt beginnen und sagen, so machen wir das. Aber es gibt ja viele Fachleute in der Welt, die sich da schon ransetzen würden und so wie die Kriegsmöglichkeiten ausgenutzt werden, könnte man, denke ich, auch das in die richtige Richtung wenden. Herzlichen Dank und ich würde euch beiden nochmal ganz eindringlich bitten, die sehr interessanten Fragen, die noch im Chat sind, auch im Chat zu beantworten. Dann kann auch jeder es mitlesen. Herzlichen Dank nochmal an euch beide für diesen wirklich ausgesprochen informativen und vielfältigen Beitrag.